So, dann mal wieder hallo zusammen, der Lampe hier von Faszination Drohne. Heute zum vierten Teil unserer Serie. Und zwar soll es heute gehen um das Konfigurationstab. Wie immer seht ihr, ich befinde mich schon in der Konfigurationsübersicht. Ihr erreicht diese, wenn ihr die Drohne über das USB-Kabel verbindet und anschließend auf Verbinden klickt. Dadurch kommt ihr in die Konfiguration, Betaflight-Konfiguration für den Flugcontroller. Wechselt dort auf das Tab Konfiguration und seid dann an der Stelle, wo wir eigentlich hinwollen. Zur Erklärung von diesem Tab und was ich hier alles einstellen kann. Zunächst befinde ich mich hier im Bereich Micher. Hier kann ich auswählen, was für eine Art von Quad ich betreiben möchte. Ein X-Quad, also ganz normalen Quadcopter, wie wir sie in der Regel benutzen. Es kann aber auch ein Hexa-Quad sein, also ein sechsmotorisches Quad oder ein Okto mit 8 Motoren. Hier gibt es viele Auswahlen, die man benutzen kann. Die Regel wird sein, ganz normales Quad mit 4 Motoren. Mit dieser Option Drehrichtung der Motoren umkehren, beschreibt sich ja fast selber, könnt ihr die Standarddrehrichtung ändern, entgegengesetzt. Das gilt für alle Motoren, das heißt, der so rumgedreht hat, rechtsrum, würde dann linksrum laufen, der linksrum gelaufen ist, rechtsrum und so weiter. Im zweiten Tab ist das Tab Systemkonfiguration, könnt ihr eine ganze Menge Sachen für die Gyros einstellen. Hier könnt ihr sagen, dass ihr den 32 kHz Sampling Mode aktivieren möchtet. Wie es hier auch steht, solltet ihr in der Beschreibung des Flight Controllers gucken, ob eure Gyro diese Raten überhaupt unterstützt. Je besser diese Rate, je höher, desto besser. Der Bereich Gyro-Update-Frequenz, hier geht es um die Wiederholrate, wie oft euer Gyro-Daten misst. Hier könnt ihr einstellen zwischen 0,4 bis, ich glaube, 16 kHz mittlerweile hoch. Generell gilt, je höher der Wert ist, desto häufiger wird wiederholt, desto genauer ist die Messung. Beachtet aber, je höher ihr das setzt, ihr habt ja eine CPU-Auslastung, genau, hier CPU-Auslastung 5%, je niedriger diese ist, desto weniger wird auch von der CPU benutzt oder desto höher wird sie dann am Ende. Vielleicht sieht man hier nochmal eine Änderung. Nee, leider nicht. Bei meinem ist es zumindest nicht so. Genauso ist es bei der Pit-Loop-Frequenz. Da sind eure PIDs, die ihr eingestellt habt, werden hier abgefragt. Da auch wieder die Wiederholrate, wie oft das passiert. Falls ihr auf eurem Flight-Controller einen Beschleunigungssensor habt, dann könnt ihr ihn hier ein- und ausstellen. Ebenso mit dem Barometer oder einem Magnetometer. Standardmäßig sollte der Beschleunigungssensor immer dahinterlegt sein. Personalisierung. Hier könnt ihr euren Modellnamen hinterlegen, der wird dann anschließend im Onscreen-Display auch angezeigt. Der Kameraanstell- oder Ausstellwinkel, den könnt ihr hier verändern. Standardmäßig würde dieser, je nachdem, ob ihr ihn höher stellt, um die entsprechende Gradzahl verändert. Eines der wichtigeren Tabs ist wahrscheinlich der Empfänger. Das heißt, wenn ihr euch eine Drohne gekauft habt, wählt ihr hier aus, welcher Empfänger drauf ist. In der Regel ist es, wie bei mir bei FR Sky, die ich benutze und fliege, ist es ein S-Bus-Empfänger oder ein serieller Empfänger. Und ihr könnt dort die verschiedenen Typen auswählen, die ihr benötigt. Je nachdem, welchen Empfänger ihr habt, und also Transmitter und welche Fernbedienung dahinter steht. Hier sind alle gängigen Empfängermodi hier hinterlegt. Von PPM ganz, ganz alt eigentlich oder PVM noch viel älter, bis zu den relativ gängigen S-Bus-Modellen heute. Dann im Bereich andere Funktionen könnt ihr Komfortfunktionen, die der Flight Controller mitbringt, aktivieren oder deaktivieren. Das Tab unterscheidet sich in der Regel durch die mitgebrachten Funktionen. Es lassen sich oft nur Sachen aktivieren, die auch auf dem Flight Controller hinterlegt sind. Wie es der Name auch sagt, ihr könnt die In-Flight-Kalibrierung aktivieren, das heißt, er fliegt dann ein bisschen oder kalibriert sich im Flug selber oder besser. Servo Tilt und Gimbal habe ich noch nie benutzt. Soft Serial, da ist es so, dass die seriellen Ports, je nachdem wie sie von der CPU hinterlegt sind, aktiviert werden können. Sonar habe ich noch nie benutzt, könnte man auch einstellen. Die Telemetrie bzw. Telemetrieübertragung,
die ihr hier auch auf dem Anschlüsse-Tab konfigurieren könnt, könnt ihr hier im Detail auch nochmal anmachen. Dann geht es weiter mit den LED-Strip, das heißt, verfügt eure Drohne über einen LED, dann könnt ihr dort auch die Leisten aktivieren, sodass sie benutzt werden können. Ein Display, falls ihr extern ein Display benutzt und das ansteuern wollt, könnt ihr es hier rüber tun. Dann gibt es verschiedene AUX-Kanäle, die als Servo-Ausgang benutzt werden sollen. Sogenanntes Channel Forwarding könnt ihr hier drüber aktivieren. Dann den Race-Transponder könnt ihr hier anmachen. Den R-Mode, das ist ein unterstützender Mode quasi, könnt ihr permanent hier einschalten. Oder auch den Anti-Gravity-Mode. Das sind Unterstützung des Flight-Controllers für einen besseren Flug. Das On-Screen-Display könnt ihr aktivieren, wenn vorhanden Sensoren, die auf dem ESC sind. Auch die könnt ihr über das Anschlüsse-Tab zusätzlich konfigurieren. Und einen dynamischen Gyro-Notch-Filter könnt ihr auch an- und ausschalten. Dann im Piepser-Configuration-Tab könnt ihr im Prinzip sagen, bei was euer Flight-Controller oder eure Drohne piepsen soll, bei welcher Aktion. Gibt es ganz viele Sachen. Ich nehme mir mal ein paar Beispiele raus. Wenn ihr sie scharf schaltet, soll es Piep gehen. Wenn ihr sie wieder unscharf schaltet, soll es Piep machen. Wenn ihr einen USB anschaltet, soll sie piepen. Wenn ihr sie disarmt, soll sie piepen. Wenn das Funksignal verloren gegangen ist, soll sie piepen. Wenn die Gyros kalibriert sind, sollen sie piepen und so weiter und so fort. Ich persönlich bin nicht so der Piep-Freund insgesamt. Normalerweise habe ich eigentlich nur USB an oder wenn sie gearmt wurde, um eine kurze Info von der Drohne auch zu bekommen. Das könnt ihr euch einstellen, wie ihr wollt. Hier seht ihr nochmal die kurze Erklärung dafür. Erklärt sich eigentlich auch von selbst. Dann geht es weiter, und zwar mit dem Bereich ESC oder Motorfunktionen. Hier könnt ihr das Protokoll auswählen, mit dem eure ESCs arbeiten. Da ist es so, aufsteigend von oben nach unten werden die Varianten deutlich besser, also die Wiederholraten, die Anspruchraten, die Übertragungsraten. Hier müsst ihr auf jeden Fall schauen, was euer ESC kann und ob er mit dem, was ihr konfiguriert, zurechtkommt. Motorstopp. Hier könnt ihr sagen, ob die Motoren beim Arming, also beim Anschalten, anlaufen sollen oder nicht. Hier auch, ob die Motoren unabhängig von der Gasposition disarmen sollen. Also wenn ihr Vollgas habt und auf Disarming klickt, dann soll die wirklich auch disarmen. Hier in dem Bereich könnt ihr den Leerlauf-Gaswert einstellen. Das heißt, wenn ihr eure Drohne anmacht, fangen ihr eure Rotoren oder Motoren an zu drehen. Hier könnt ihr sagen, wie viel Prozent des Gesamtgaswertes das betragen soll. Standgas, wenn man so möchte. Im Bereich Bord- und Sensorausrichtung könnt ihr festlegen oder könnt ihr einstellen, wenn ihr eine Drohne gelötet habt oder beziehungsweise wenn ihr euren Flight-Controller drauf gemacht habt und diesen um eine bestimmte Richtung verdreht habt, ob er das auch wahrnehmen soll. Beispielsweise auf dem Flight Controller findet ihr in einem Pfeil, welche Richtung die nach vorne ausgerichtete Richtung auf dem Flight Controller ist. Solltet ihr den Pfeil nicht nach gerade vorn eingebaut haben, sondern nach beispielsweise links verdreht, dann habt ihr eine Drehung um die Yaw-Achse, also um die Seitwärtsachse, um 90%. Ihr könntet jetzt sagen, der ist um 90 Grad verdreht. Das hätte zur Folge, dass hier in dem Tab, also wir hätten den Flight Controller eingebaut, der Pfeil zeigte nach links. Wenn wir dort jetzt 90 Grad einstellen, hat das zur Folge, dass angenommen wird, dass die Drohne wieder geradeaus ausgerichtet ist. Genauso könnt ihr es machen, falls ihr den Flight Controller, also Yaw ist um die eigene Achse, also um die horizontale Achse, die Pitch-Achse wäre die, die genau entgegengesetzte Achse, also über Kopf nach vorn weg. Und die Rollachse ist nach rechts oder links umgedrehte Achse. Auch hier könnt ihr einstellen, jedes Mal eben, ob ihr die Ausrichtung eures Flight-Controllers geändert habt. Die Beschleunigungssensor-Trimming, das habe ich selbst noch nicht benutzt, aber hier kann man durch Angaben oder kann man prozentual bzw. mit einem Wert angeben, ob der Beschleunigungssensor in die
Rollrichtung oder denn die Pitchrichtung noch getrimmt werden soll. Solltet ihr Optionen auf eurem Flight Controller für das Arming noch hinterlegen oder hinterlegt haben, dann könnt ihr diese aktivieren. Bei meiner Drohne gibt es die nicht. RSSI ist die Signalstärke. RSSI beschreibt im Prinzip die Stärke eures Signals zwischen der Fernbedienung und der Drohne selbst oder dem Empfänger auf der Drohne oder dem Sender. Wenn ihr das aktiviert, könnt ihr Optionen benutzen, wie zum Beispiel Failsafe. Das heißt, wenn das Signal eine bestimmte Schwäche oder wenn die Stärke sehr abnimmt, könnt ihr sagen, ihr möchtet in den Failsafe-Modus gehen dafür oder soll die Drohne soll mit Failsafe beispielsweise abstürzen, weil sie kein Signal mehr hat. Das könnt ihr machen, nur wenn ihr das auf aktiv setzt. Ansonsten gibt es noch zwei kleinere Optionen, die ich jetzt aber nicht für so wichtig empfinde. Und zwar, weil ich es noch nicht benutze, sind das 3D-Regler. Es gibt ja jetzt die Möglichkeit, 3D zu fliegen. Das heißt, dass was vormals oben war, dann unten ist, was vormals links, dann rechts war und so weiter und so fort. Man könnte quasi über Kopf fliegen. Hierüber könnt ihr diese Funktion aktivieren und könnt festlegen, wo diese Todzone, also diese Umkehrzone sein soll. Nämlich in niedrig, in hoch und wo das neutral ist. GPS ist ähnlich. Falls ihr einen GPS-Sensor drauf habt, könnt ihr hier noch Einstellungen vornehmen. Ihr könnt zum einen sagen, welches Protokoll ihr benutzt, ob ihr eine automatische Übertragungsrate für das GPS haben möchtet oder eben nicht und ob der GPS-Sensor eine Autokonfiguration vornehmen soll. Darüber hinaus könnt ihr sagen, welches Assistenzsystem genutzt werden soll, ob es automatisch erkannt werden soll oder ob sie European, Nordamerika, Japanisch oder Indische sein soll. Ansonsten, falls ihr noch einen Magnetkompass darauf richtig habt und eine Abweichung konfigurieren möchtet, dann könnt ihr es hier rüber tun. Ich persönlich habe es noch nicht benutzt, braucht es bis jetzt, hatte noch auf keiner Drohne GPS drauf. Ja, ansonsten, das war das Konfigurationstab, eigentlich das Haupttab für die Drohne oder für die Konfiguration des Flight Controllers, in kurzen Worten erklärt. Falls ich irgendetwas vergessen habe oder nicht vollständig erklärt haben sollte, dann schreibt mir bitte gerne eine Frage in die Kommentare, ich beantworte sie gern. Ansonsten hoffe ich natürlich, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Wenn ja, dann lasst ruhig einen Daumen nach oben da und wie immer abonniert mich. Bis zum nächsten Video, euer Lampe.